Es geht weiter in dieser chaotischen Mission, die Rebellion am, am verbotenen Tor. Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Rise of the Ronin. Es geht hier weiter am verbotenen Tor. Überall haben sie krasse Geschütze in den Gassen aufgestellt, die einen echt das Leben schwer machen. Deswegen kämpfen wir uns jetzt mal weiter voran hier in der Mission. Hoffentlich verlieren wir nicht noch jemanden. Also Leute, schön, dass ihr dabei seid in Folge 64. Und auch vielen Dank für den Daumen nach oben gestern. Ich hoffe, euch gefällt auch die heutige Episode wieder. Hier können wir das zweite Geschütz umlaufen. Das muss doch... Uah, nein, das ist doch ganz weit da hinten. Okay. Sind noch nicht umlaufen. Dann gehen wir hier oben durch. Durch die Trümmer. Hier stehen nur ein paar... Gewehrschüsse. Aber die blocken wir einfach. Nein, die schießen sie rauf. Die schießen sie rauf. Mach so weiter und du stirbst. Alter. Mich hat's da oben zerlegt schon wieder. Aus dem Weg. Warte. Okay, ein Geschütz ist weg. Der hat keinen Helm da unten, das ist perfekt. So, ohne Helm ist er Geschichte. Wow, was ein Kampf, ey. Wer redet da? Kämpfen die im Haus noch? Nee. Ha, hier! Na warte, die gehören zu uns. Okay. Wir haben auch Geschütze. Finde ich gut. Oh, da ist ein Dicker. Dann schmeißen wir da erstmal ein Schwert ins Kreuz. Und noch eins. Ist mir völlig egal. Haltung, nehmen wir die hier. Alles pariert, eine Combo weg. Okay. Nochmal die Karma-Punkte sichern. Schwarzmarkthändler brauche ich nicht. Okay, das waren alle würdigen Gegner in der Mission. Plus da noch drei Bosse, also drei Bosse. Ein Doppelter, ein... Alter, wie hin und guck dir diese Geschütze an. Die schießen dahin und die schießen dann in die andere Richtung. Schnell durchstürmen zum Tor. Oh, Gensui. Jetzt willst du dich uns in den Weg stellen? Ich stand euch schon so häufig im Weg. Keine passende Haltung gegen den. Du wirst meine Entschlossenheit nicht sprechen. Niemals! Sei nicht so waghalsig! Aua! Dank dir haben sich meine Ansichten zwar geändert, doch es gibt ein paar Ideale, die ich nicht verraten werde! Alter! Ich hab deine Ansichten geändert, ist doch schön. Digga, was geht denn mit den Leuten ab? In dieser Mission einfach. So hat er auch noch nie gekämpft. Vorher. Das Shogunat verschließt die Augen vor dem Leid der Menschen. Regiert man doch nicht! Das musst du doch verstehen! Ding! Nee, nee, nee. Weg da, weg da, weg da! Entschuldige die Umstände. Ja.
Das Feuer macht auch so viel Schaden. Und seine Waffen, die brennen jetzt einfach durchgehend. Und dieses Kombo ist so schnell, dass man nicht alles davon parieren kann. Warum hat er so viel Ausdauer? Das kann sich nur ändern, wenn jemand bereit ist, sich das war gut. Die momentane Ordnung aufzulehnen. Es liegt an uns, jetzt habe ich zu heilen. Boah. Genieß den Sieg. Schreiß in die Welt hinaus, dass du Gensu Kusaka besiegt hast. Ey, ich habe dich schon 5-mal oder so besiegt im Laufe der Geschichte. Was ein sinnloses Gemetzel hier schon wieder. Rückzug! Rückzug! Wer zieht sich jetzt zurück? Gensuis, Leute? Die Rebellen? Ja, 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 sieht so aus. Ito läuft auch. Noch ist keiner gestorben von den Leuten, die wir kennen. Welche Flaggen sind das? Oh, er. Diese britischen Kanonen haben es wirklich in sich. Ja. Nicht wahr, Saigo? Die Choshu sind so gut wie besiegt. Überlassen wir den Rest den Fußsoldaten. Nein, wir müssen sie bis auf den letzten Mann töten. Weiter mit dem Beschuss. Hilfe! Bitte Hilfe! Schnell, Hata! Aber doch nicht auf die Zivilisten da schießen. Die Frauen und Kinder, die gehören ja nicht dazu. Die Choshu waren noch feiger, als ich dachte. Hey! Die Choshu waren feige? Okay. Wenn sie sich noch weiter zurückziehen, bleibt nur Asche von Kyoto übrig. Also steckst du hinter all dem? Das weckt Erinnerung, oder nicht? Dieser Geruch. Wie an jenem Tag. Der Tag unseres Todes. Und unserer Wiedergeburt! Hm. Schon bald wird das Shogunat und das ganze Land in einem nicht endenden Flammenmeer versinken. Das ist die Welt, nach der wir uns sehnten. Oder etwa nicht? Dafür hat sie dem Shogunat aber ganz schön geholfen. Also, in ein paar Sachen. Kämpfen wir! Blutjunge Anfänger, die wir einmal waren. Diese Mission hat einfach nur kranke Kämpfe. Sie macht aber einen Doppelsprung in der Luft. Ich bin paralysiert. Ha. Okay, der war wichtig, den zu berühren. Und das schaffst du nicht. Weg, weg, weg. Blitze aus ihrer falschen Hand. Uiuiui.
Hat man erst einmal die Waffen der Fremden, ist der Rest ein Kinderspiel! Ein kleiner Funke gelangt und ein Inferno, die ganze Nation verschlingt! Gerade in Zeiten des Aufruhrs werden wir am meisten gebraucht! Siehst du, wir sind noch wichtig. Nur dank mir. Zwillingskling, wir beide sind eins. Komm mit mir. Jemand hat mir gesagt, dass das Shogunat längst Vergangenheit sei. Also muss es wiedergeboren werden, um eine neue Welt erschaffen zu können. Das hat Katsu gesagt. Noch liegt die Vision dieser Zukunft in einem dunklen Nebelmeer. Doch es gibt unter uns einige Menschen, die sich einen Weg ins Licht ertasten. Eine neue Ära. Ich kämpfe mit jenen, die sie einläuten werden. Und darum kann ich dir nicht folgen. Eigentlich stimmt das auch nicht so wirklich. Ich dachte, du würdest es verstehen. Wer, wenn nicht du? Ich frage mich, ob man sich überhaupt ihr anschließen kann oder ob sie... Also, sind sie alle geflohen. Mögen sie lebend davonkommen und den Traum unseres Meisters von einer neuen Welt verwirklichen. Ito, Yamagata, Nakaoka, Katsura, Shinsaku, Fumi. Könnte ich euch doch noch ein letztes Mal sehen? Meister Shoin. Ich bin nun bereit, euch zu folgen. Okay. Seppuku begeht er. Im August 1864 nahm sich Gensui Kusaka das Leben. Er wurde 25 Jahre alt. Ja. Dass der 1864 stirbt, das wusste ich, weil ich das in Wikipedia nachgelesen habe über seinen Charakter. Also über den echten Gensui. Da stand es halt auch drin, dass der halt 1864 verstarb und nur 25 Jahre alt wurde. Aber wie sie das hier im Spiel einbauen, das wusste ich halt nicht. Ich wusste nur das Jahresdatum. Ich frage mich, ob man sich der Schwester überhaupt anschließen kann, weil alles, was die gemacht hat bisher, hat immer so den Eindruck gehabt, als würde sie auch dem Shogunat ein bisschen helfen, um da wieder neue Kraft reinzubringen. Aber irgendwie dann doch nicht. Jetzt sind wir auf der Seite, haben uns entschieden, für die Seite zu kämpfen. Und jetzt haben wir uns deswegen nicht der Schwester angeschlossen. Ist ja die Frage, konnten wir uns... Was wäre passiert, wenn wir auf der anderen Seite gekämpft hätten? Ich glaube, das wäre auch nicht gegangen. Das ist komisch, das Treffen gewesen. Weil sie hätte... Das passt überhaupt jetzt gerade nicht zu ihr. So wie wir sie davor immer die ganze Zeit gesehen haben. Von ihren Taten her und sowas. Hat das jetzt gar nicht, finde ich, gepasst? Die Rebellion am verbotenen Tor endet mit dem Tod Gensui Kusakas und Erlass des Verrats für den besiegten Choshu-Clan. Die Schlacht mag vorbei sein, doch noch ist der Himmel über Kyoto schwarz vom Rauch des Infernos, in das die Stadt gestürzt wurde. Also 1864 wäre Gensui sowieso gestorben. Egal, welche Seite wir gewählt hätten. Das ist passiert halt. Das ist halt sein Todesjahr. Da kannst du ja nichts gegen machen. Sind so viele bereit, für ihre Ideale zu sterben? Wie denken sie an die, die sie zurücklassen? Gensui folgte entschlossen dem Traum deines Bruders, zu unser aller Wohl. Er wollte ein neues Japan erschaffen. Das werde ich wohl nie
jemals verstehen. Wie soll man eine friedvolle Welt durch Krieg schaffen? Naja, Krieg hat Gensui aber auch viel geführt, also da ist er auch nicht unschuldig. Gerade in Zeiten des Aufruhrs werden wir am meisten gebraucht. Das ist die Welt, nach der wir uns sehnten. Habe ich recht? Ja, noch mehr Aufruhr verursachen, oder was? Wir dürfen das Chang-Gesindel nicht entkommen lassen! Habt ihr noch nicht genug? Der Kampf ist vorbei! Ich hab den Rest von ihnen festgesetzt. Kommt! Das sehe ich mir nicht länger an. Es ist genug Blut geflossen. Ah, das Spiel macht es echt einem nicht leicht, die ganze Story komplett zu folgen und so weiter. Mit den ganzen Charaktere, die immer dazukommen. Städte der Finsternis. Die ganzen Informationen, die ständig dazukommen, die ganzen Personen und so weiter, musst du den Überblick behalten. Dann ändern sich die Ansichten der ganzen Personen noch, mit denen man zusammenspielt und so. Ja, es ist schwierig. Storytechnisch schwierig erzählt. Weil sie natürlich auch noch versuchen, die ganzen geschichtlichen Ereignisse, die es damals halt wirklich so geschehen sind, mit einzubauen. Und dann die irgendwie versuchen, Handlungsfreiheit zu geben, Entscheidungsfreiheit, die dann aber eigentlich gar nicht so ausschlaggebend ist. Ich weiß auch nicht. Gerade jetzt hier in dem Kapitel kommt das nochmal richtig deutlich vor. Was steht denn hier jetzt als letzter Eintrag? Die Zwillingsklinge verbündet sich mit dem britischen Dolmetscher Ernest Sato. Genau. Tötet Hashiro Kiyokawa von den Roshigumi und spielt der Shinsengumi Informationen zu, mit denen sie zum Überfall auf das Gasthaus anstachelt. Als sie bei der Rebellion am verbotenen Tor ihrem Gegenstück wieder begegnet, weiht sie diese in ihren Vorhaben ein, Japan in einen Bürgerkrieg zu stürzen. Ah, das ist ja... Ja, dann ist es völlig egal, welche Seite man wählt. Weil sie möchte einfach beide Seiten alles brennen sehen. Sie möchte den Bürgerkrieg weiter anfeuern. Das heißt also, wir können uns der Zwillingsklinge gar nicht anschließen, wenn man diesen Text hier liest. Weil wenn wir auf der einen Seite sind, dann kommt ein Text von ihr, ja, aber ich werde das neu und dann hier Shogunat und wir müssen da was Neues aufleben lassen, ich werde ein Teil davon sein. Und wenn wir auf der anderen Seite gewesen wären, hätte sie wahrscheinlich einen anderen Satz gebracht, weil keine der Seiten, also wenn wir keiner der beiden Seiten beitreten, kommt es ja nicht zum Bürgerkrieg. Weil wir helfen ja immer einer. Und sie hilft keiner, sondern sie versucht das so zu lenken, dass komplett Eskalation ist. Okay, also das lag nicht an meiner Entscheidung, sondern es geht nicht. Weil sie den Bürgerkrieg will. Okay, verstanden. Also der Konflikt mit der Schwester bleibt immer bestehen. Weil sie alles brennen sehen will und wir uns immer zwischen einer Seite entscheiden müssen. Trotzdem verwirrend gemacht. Also, musst du erstmal den Text lesen, um das auch irgendwie zu verstehen, ey. Was sie überhaupt will, die Schwester. Einen krassen Bürgerkrieg, alles soll brennen. Die Choshu wollen Japan nur zum Besseren verändern. Verdammt, wir wollen alle dasselbe. Wieso das alles? Tja, weil ihr nicht miteinander sprechen könnt, anständig. Alle wollen sie dasselbe und alle schlachten sich trotzdem gegenseitig ab. Was für eine verzwickte Situation das in dem Jahr war. Oder in den Jahren da, wo dieses Spiel hier spielt. Aber es ist interessant, das mal im Spiel thematisiert zu sehen. Wahrscheinlich ist es genau so,
wie das Spiel es darstellt, eine verzweifelte Situation, dass beide Seiten sich einfach abschlachten und beide das Gleiche wollen. Das ist einfach so sinnloser Dünnschiss war, was da in dem Land passiert ist. Ich glaube, das spiegelt das Spiel ganz gut wider. Das ist einfach so. Du denkst auch so, warum redet ihr nicht anständig miteinander, anstatt euch hier die Köpfe einzuschlagen? Ich hoffe, Shinsaku geht es gut. Und auch Shintaro. Er wird an der Seite der Choshu kämpfen. Wenn die sowieso beide Seiten das Gleiche wollen und aber trotzdem so viel Leute dabei getötet werden. Also, es ist. Wenn das wirklich so war, dann spiegelt das Spiel das da doch wirklich ganz gut wider, ey. Also Kyoto könnte ganz schön aussehen, wenn es nicht überall brennen würde hier. Da haben wir das Testament wieder mal. Okay. Sprich mit Ryoma. Was anderes können wir auch... Ups. Eh gerade nicht machen. Was sagt die Karte? Wir sind hier. 6%. Bisher konnten wir uns auch noch nicht in Kyoto überhaupt umsehen. Es geht nur von einer Mission zur nächsten. Noch haben wir den Bereich nicht, also den Stand des Spiels nicht erreicht, wo wir uns wieder frei umsehen dürfen. Die überlebenden Choshu sind in diesem Tempel. Vielleicht auch die Shinsaku. Jedenfalls müssen wir ihnen helfen. Ich will vermeiden, gegen die Männer des Shoguns zu kämpfen. Aber das wird nicht einfach. Bist du bereit? Okay. Meinst du, wir können einen Kampf vermeiden? Das hoffe ich. Aber wer weiß das schon? Das Shogunat und vor allem die Shinsengumi haben überall Augen und Ohren. Ja, gehen wir. Hätte mir klar sein sollen, dass du vorbereitet bist. Wenn rauskommt, dass wir den Choshu geholfen haben... enden wir als Verräter. Aber wir müssen handeln, bevor es zu spät ist. Komm, legen wir los. Wir haben ihnen früher schon so oft geholfen, ist auch niemandem aufgefallen. Okay. Alter, das geht auch gleich schon wieder in die nächste Mission. Das meine ich halt, ne? Das geht hier gerade nur von Mission zu Mission und du kannst dich nicht mal frei umsehen in dem Ganzen. Jetzt nehmen wir hier den wieder mit, gegen den ich eben in der Mission noch gekämpft habe als Bossgegner. Ist jetzt wieder hier Verbündeter in der Mission. Ist so verwirrend alles, ey. Jetzt nehmen wir wieder die Leute von der anderen Seite mit. Aber die hatte ich alle schon mal mit auf Mission. Aber ich nehme dann Sana mit, die ist sympathischer. Sana und Alexandria. So. Die... Dann los. Okay. Ich mach mich nützlich. Versprochen. Ja, ja. Du bist immer nützlich. Sie haben sich versteckt. Oh. Reißt sie raus und tötet sie alle. So, dann schlachten wir jetzt gerade mal wieder die Leute des Shoguns ab. Eben aber was Neues hier. Also während diese Zwillingsklinge hier auf jeden Fall ein neues Japan aufbauen möchte, möchte die andere einfach nur alles brennen sehen. Und daher kommt man da nicht zusammen. Wenn wir die Tür öffnen, explodiert das, oder? Das sieht man doch hier an dem Qualm. Ich mach's trotzdem auf. Backdrop! Wollen wir mal Backdraft sage, das war mal ein cooler Feuerwehrmann-Film mit Kurt Russell. Und da wurde dieses Backdraft-Dingens thematisiert im Film. Also der Backdraft ist, es brennt drin, die Tür ist zu, Sauerstoff und so wird alles rausgesaugt vom Feuer, die Tür ist geschlossen, alles brennt und wenn du dann die Tür aufmachst, dann gibt es eine
ja, eine Explosion nach draußen. Die Tür wird weggesprengt, weil dann hier die Luft reinkommt. Die Luft wird reingesaugt und dann gleichzeitig dann kommt es zur Explosion, weil das Feuer den neuen Sauerstoff als Antrieb nutzt sozusagen. Und das nennt man Backdraft bei den Feuerwehrleuten. Keine Ahnung, was die deutschen Feuerwehrleute dazu sagen. Okay. Da stehen die nächsten Shogun-Leute. Ich töte. Einer weniger. Natürlich haben die einen auf dem Dach. Haben wir's? Danke, Ladies. Optionale besiege würde Gegner und optional rette die Chuchu-Gefolgsmänner. Siehst du, das können wir halt wieder komplett die Chuchu-Leute retten. Aufs Schokolade scheißen. Noch habe ich gar keine davon gesehen. Ah, ich würde gerne die Tür öffnen, wenn die davor stehen. Das wäre lustig. Danke, Sana. Den hast du aber gut ausgeschaltet. Kann ich auch schnell weggehen von der Tür noch? Ja. Da ganz oben, ey. Diesmal keine Kiste hier drin. Wer ist er? Da. Stech dir den Rücken. Sehr angenehme Schläge, die gut zum Parieren waren. Dankeschön. Das lässt dann wieder gut dastehen. Der hier ist wieder zu schnell. Der ging daneben. Der war nicht durch. Ich habe immer noch keine Leute gefunden, die ich retten kann. Da geht's durch. Hier komme ich her. Das war das. Zwei von drei schon von den Leuten ausgeschaltet. Noch keinen einzigen gerettet. Hier stehen noch mehr. Der gehört nicht zum Gegner. Hier kann man auch noch aufs Dach. Da war ich. Aber hier war ich auch schon, ne? An diesem Ding. Verwirrende Wege. Da geht's... Okay, da ist das Ziel. 27 Meter. Da geht's durch. Ja, hier ist auch ein Händler. Ja, der Händler. Da geht's aber nicht durch. Ich kann hier runter bis da. 0 von 4 noch. Bisher gar keinen gerettet. Aber eben war doch noch der andere Weg da, wo man so durchkriechen konnte.
Das war hier. Was ist das denn hier für, dann für ein Weg? Ah. Ich das stehe in deiner Schuld. Es ist nicht viel, aber bitte nimm dies. Das ist einer von den vier Leuten. Okay. Wow, da muss er echt jede Ecke hier komplett durch, oder? Es ist zwar nur optional, aber die erstmal zu finden. Okay, dann muss ich wohl weiterhin nochmal die Augen offen halten. Hier ist auch noch eine Kiste. Okay, Leute. Krasse Mission. Und das ja, wie gesagt, mit der Schwester und sowas. Sie möchte, wie gesagt, habe ich ja schon jetzt erklärt, sie möchte den kompletten Bürgerkrieg und wir möchten einer Seite immer ja, zu neuer Stärke verhelfen. Deswegen werden wir da nie zusammenkommen mit der Schwester, was die Einstellung angeht. Ich hoffe, euch... Vielleicht sollten wir mal weiter. Ja, machen wir in der nächsten Episode. Dann gehen wir weiter, Leute. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, klickt gerne noch auf den Like-Button. Dankeschön. Und dann bis zur nächsten Folge von Rise of the Ronin. Haut rein. Ciao, ciao.